Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft bei der lieben Damakasch zu Hallöchen! Gast. Wir wollten Zimmer weiterbauen, ne? Genau, ab in den Keller. Guck mal, da draußen steht schon hier, Ich durchs gehe schon. Zimmer sieht man, steht schon ein Creeper wieder rum. Hätte ich jetzt eine Eisenrüstung, dann würde ich mich da jetzt hintrauen, aber so lieber nicht, ne? Ja, so viel Eisen habe ich auch immer noch nicht. Weißt, ich bin noch gar nicht großartig farmen gegangen. Das ist halt immer, ja. Ach, wir könnten noch zusammen eine Höhlentour gehen. Oh, ne, Was? jetzt, aber guck mal, du, wir müssen erstmal müssen wir dir hier deine Wohnung einrichten, glaube ich. Ach so, siehst Ja, du, Wolle. das ist Ich pack die mal erstmal. in die Kiste rein. Ja, und ich habe hier Eisen und ein Stück Kohle. Das habe ich, glaube So. ich, bei dir mal aufgegriffen. Ja, ne, das ist ja. Ist ja wurscht. So. Gott, was macht man mit so viel grauer Wolle? Weiß es auch der Burner. Okay. Wie möchtest du denn hier unten? Soll der Fußboden, also den Fußboden hier unten, möchtest du den auch in Wolle oder möchtest du den irgendwie in Holz oder? Den würde ich in Holz machen und ich habe mich gerade leicht verjagt, weil ich einen Zombie gehört habe. Ja, Mensch, der singt ja doch auch nur ein Gute-Nacht-Lied. Ja. Also Da an kriege ich einen. Holz habe ich, glaube ich, nur. Ich glaube, ich habe nur Eiche und Akazie da. Wenn du Birke oder so haben möchtest, müssten wir tatsächlich auf Reise gehen. Ich würde sagen, dann nehme ich Birke, dann gehen wir wenigstens ein bisschen wandern. Man muss nicht die Okay, ganze Zeit in meinem Zimmer hocken. hast du was zu essen einstecken? Hast du dir was genommen? Ich habe 12 Ofenkartoffeln und 5 Karotten. Alles klar. Also Ich wollte verhungern mir nicht wirst so du viel nicht. nehmen. Okay. Dann ja, ist die Frage, Birke, ne, ich bin hier auch noch nicht sehr weit von meinem Haus weggekommen. Ach komm, du Schäfchen. Oh Gott, da vorne stehen zwei von den scheiß Creepern. Ah komm, wir sind bewaffnet, wir sind mutig. Ja. Mutig, ja. Ach, warte mal, ich habe jetzt so viel Zeugs im Inventar, in Sachen Wolle, Sandstein, Glas, das möchte ich jetzt Ach eigentlich so, nicht ja, verlieren, falls dann. ich sterben sollte, ne? Gott, die gucken schon so. Zombies. Schnell rein. Ich gehe mal runter. Die haben mich gesehen, habe ich so das Gefühl. Warte mal. Ja, Halt, nein. Ups. warte, dann Jetzt habe packe ich ich. hier mal die Karotte aus Versehen verdreht. Ups. Dann packe ich mal War ich mein nicht. Zeug auch noch wieder weg hier. So. Sand und noch mehr Sand und ey. Ja, Sand ist hier. Okay. Ich habe auch noch Sandstein zur Genüge. So. Cobblestone auch. Ich sag Cobblestone, weil Baum. So. Hier ist Kohle. Ich tue das Eisenerz mal Ja, hier ist mit doch nicht rein. normal. Guck dir das mal, wenn du hier aus dem großen Fenster rausguckst, siehst du 1, 2, 3, 4, 4 Creeper. Das ist doch nicht Und ich höre normal. auch Zombies zur Genüge. Schön eng hier mit den Öfen irgendwie. Ja. Oh Gott. Hallo. Ja, aber komm her. Angst. Wir sind mutig. Oha. Ja, mutig. Es ist so eine Sache. Ich hau da jetzt lieber nicht so mit drauf, weil am Ende hau ich dich noch. Ja, ich meine, das wäre natürlich schon ein bisschen doof, wenn wir uns gegenseitig umbringen. Dann. Obwohl Let's das. die. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann ja durchaus passieren, ne? So, in meiner privaten Map, da gehe ich immer gerne mal auf Endermänner los, aber hier ohne Rüstung lasse ich das mal lieber. Ach so, ich hoffe, wir finden auch wieder zurück, ne? Ich habe übrigens hier, guck mal, du siehst doch hier den Berg, ne? Direkt hinter uns. Der ist ja auch Ja. ganz wunderschön. Da steht oben irgendwie ein 13-Block hoher, mit Fackeln beleuchteter Dreckhaufen. In Na toll. der Hoffnung, ich finde wieder nach Hause. Das ist ja bei mir immer, ey, katastrophal. Naja, ich glaube, so viel Orientierungssinn müsste ich jetzt dann schon noch haben, obwohl das nicht meine Map ist. Ah, Nase juckt. Amy. Huch. Hallo, Und ihr wir sollten uns auch Kühe. nicht gegenseitig verlieren. Nee, das wäre nicht so gut. Nee. Birke, wo könnte es denn Birke geben? Ich habe doch keine Ahnung. Hier ist ja noch alles voll Wüste und Ich würde Zeug. einfach sagen, straight geradeaus, ne? Ja, wir gucken einfach mal. Irgendwo werden wir schon hinkommen, ne? Also, Eben. irgendwo werden wir schon landen.
Und wenn wir gar nicht mehr zurückfinden, dann bauen wir uns irgendwo eine neue Zivilisation auf. Genau, das klingt doch nach einem Plan. Das habe ich auch schon gemacht, habe mein altes Zuhause nicht mehr gefunden. Entweder habe ich dann Rage Quit gemacht und habe einfach mal Slash Kill gemacht und war dann zu Hause, zwar ohne Sache, aber egal. Wir hätten auch mal ein Bett mitnehmen können, ne? Also, das war klug jetzt, kein Bett mitzunehmen. Achso, dahin bist du. Ja, das mit dem gegenseitig verlieren, das klappt gut. Ach Gott. Mein Blick ist ganz auf Baumstämme fokussiert. Ja, und ich guck einfach mal durch die Gegend, ne? Dreh mich mal nebenbei im Kreis und dann weg ist er, die Damakasch. Ja, ich bin nur auf der Suche nach Birken. Birkenholz finde ich übrigens auch mit am schönsten, aber... Ja, das war knapp gerade. Loch. Oh, nee, Loch ist schlecht. Also Wüstenrand ist mit Birken halt nicht viel, ne? Also da hast du halt die Akazien. Aber irgendwo muss es doch hier... Gott. Ganz schön felsig hier alles. Aua! Ja, meinem Talent mit dem Runterfallen wird sich wahrscheinlich auch des Öfteren hier zeigen. Ach komm, ach, da vorne ist Schnee. Das ist ja, ja schön. Schnee suchen wir jetzt eigentlich nicht, aber... Okay. Ach, guck mal, hier ist ein schwarzes Häschen. Oh, das ist... Guck mal, voll niedlich. Das ist ein Baby. Ja, ist ein Babyhäschen. Ups. Ah, ja, ich kann auch hüpfen. Und das sein Brüderchen, Schwesterchen, was auch immer. Soll ich mal die Blümchen abreißen? Ja, das weiße Häschen. Mann, ich würde die alle mitnehmen. Ein kleines weißes Babyhäschen. Ach, guck mal, perfekt, hier sind Schafe. Und ich höre eine Höhle. Ich nehme dem mal die Wolle ab hier. Ja. Notfalls. Ich ernte die Schäfchen immer. Die Betonung liegt auf Ernten. So, hier werden wir wahrscheinlich im Schneebiom wird es auch keine Dings geben, ne? Nee. Guck mal, die Häschen sind ja echt. Die sind so süß, ey. Die sind echt so goldig. Da. Kopf im Erdblock. Ah, na, das ist hier jetzt. Ah, das ist auch schön. Das ist Fichte. Ja. Das weiß ja nicht, ob du die schon hast. Bis jetzt noch nicht, nee, weil da, wo ich wohne, gibt's keine. Deswegen nehme ich das mal mit. Da ist ja auch schon was wert. Ja, naja, auf jeden Fall. Ich mag das Geräusch von Fußstapfen im Schnee. Ja, vor allem, ich habe ein Soundpack, ein anderes. Da hört sich das noch ein bisschen realistischer an. Ah, okay. Da denkt man wirklich, du läufst hier durch den Schnee. Also so in echt und so. Das ist das Einzige, was ich am Winter sowieso mag. Warte, ich will mal hier... Die Kälte könnte mir eigentlich gestohlen bleiben, aber solange dann der Nachbarsee zugefroren ist, sodass man drauf Schlittschuh laufen kann. Echt? Magst du gern Schlittschuh laufen? Okay. Ja, zumindest nicht alleine mit meinen zwei Mädels. Dann meistens. Ich kann das ja so schlecht, ne? Schlittschuh laufen. Also ich kann das einfach nicht gut. Ich kann aber auch keine Rollerblades fahren oder so. Oh. Ich kann das halt nicht. Mehr. Ja, hier werden wir Schwierigkeiten haben, dann was zu finden. Ja. Okay, und Packeis. Nee, das ist schlecht. Also müssen wir jetzt uns irgendwie links oder rechts halten? Ich würde sagen rechts irgendwie. Okay, dann gehen wir rechts. Wäre jetzt meine Meinung. Ja, ich muss heute mal was essen. Da ich keine Ahnung habe, wo hier auf dieser Map was ist, ne? Es ist links genauso gut wie rechts. Okay, was essen ist, guter Plan. Ja. Ja. Ich habe zwar auch keinen Plan, wo hier was ist, aber ist schon ein Zombie. Wahrscheinlich hier unten irgendwo. Da unten irgendwo drin bestimmt, ja. Ja. Nee, weitergehen will ich nicht. Der will nicht unten. Mit dem Herrn von Zombie kuscheln. Da geht's auch irgendwo runter. Noch mehr Wasser. Rechts war schlecht. Ach ja, aber sieht's ja nett aus, kommen wir noch nicht weit. Also drehen wir wieder um und gehen links, ja. Aber. Ja. So viel zum Gefühl. Dann gucken wir mal, was links ist. Gott, dieser Zombie regt mich auf den Fliesen da runter. Will ich gar nicht wissen. Ja, da unten Zombie. Ist der irgendwo. Oh,
Zombie. Ja, der verkokelt ja jetzt hier. Ja, komm her. Stopp, du. Zombie. Ich finde ja die Zombie-Babys auch ziemlich cool, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Eher weniger. Ja, die sind so, als Mobs sind die lästig, aber die sind so niedlich, weißt du, so ein Zombie-Baby, das ist einfach so geil. Ja, die sehen süß aus, aber saugemein. Ja, ja, klar, weil die einfach auch so schnell sind, ne? Also die rennen einfach auch so schnell. Und sind so klein, die triffst du fast gar nicht. Ja, das stimmt. Na, ich treffe die sowieso nicht. Also so ist nur recht, ja. Hat man gesehen, wie man mein Kommentar das Treffen mit dem Schwert üben wir aber noch ein bisschen oder viel? Ja, ich habe ja Schreien und Weglaufen perfektioniert. Das muss einfach reichen. Ja. Ich war aber am Anfang auch nicht besser. Ja, solange man nicht am laufenden Band stirbt, geht's ja noch. Achso, ich verstehe manchmal nicht, Honeyball zum Beispiel hat mal in irgendeinem Video gesagt, dass sie mal an einem Enderman gestorben ist, bin ich noch nie. Ohne Rüstung greife ich die nicht an und mit Rüstung bin ich noch nie gestorben, selbst wenn es nur Eisenrüstung war. Ja, ich meine, ja, weiß ich nicht, wenn man sich vielleicht irgendwie überraschen lässt oder was, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sag ja, schreien und weglaufen hilft eigentlich gegens Sterben ganz gut, ne? Also ja, meistens schon. Es sei denn, du springst dann nebenbei aus Versehen in den Tod, dann ist es schlecht. Ja gut, das ist dann ja aber eigenes, das ist eigenes Verschulden. Das kann ich dann nicht bedauern. Ja, hier geht's auch nicht weiter. Da lang, du hast hier schon vorbei. Tja, gut. Schauen wir mal. Ich hab mich gerade zu oft im Kreis gedreht. Ich weiß nicht mehr, wo wir herkamen. Wir sind von in die Richtung, wo ich jetzt laufe. Aus der Richtung sind wir gekommen, grob. Guck mal, da ist Lava im Schnee. Ist ja cool. Okay. Also da ist schon mal Lava. Da wird's wärmer. Ja, aber der Schnee ist hier nicht geschmolzen. Am Rand des Lavasees ist ja auch der Burger. Ja, irgendwie sehr unlogisch. Alles fackelt ab. Schnee schmilzt nicht. Der bleibt. So, mal gucken. Ach, hier geht's bestimmt irgendwo. Nee, hier ist. Ach, das ist Eis. Schlittschuhlaufen. Yay. Weil ich das auch so gut kann. Da denke ich mir immer, nicht hinfallen, nicht hinfallen, nicht hinfallen. Ja, aber das tut einfach auch weh, ne? Also wenn man sich dann irgendwie so auf die Goschen legt, das tut dann schon weh. Ja, das auch. Hier sind so viele Höhlen. Ich höre hier überall was. Wenn ich ehrlich bin. Paranoia. Ja, aber warte mal. Hier ist ein Biom ohne Schnee und das sind keine Birken, aber Fichte. Waren wir da schon? Sind wir da gerade? Nee, Nein, weil wir nicht am Rand gegangen sind. Wir sind weiter mittig gegangen. Also hier waren wir noch nicht. Ja, du hast mehr Orientierung wie ich. Also hier... ja, ich finde nur nicht mehr nach Hause. Ah, das sind Schweine. Ach, Schweinchen. Die finde ich auch gut. Schweine finde ich auch gut. Ach, da drüben, ja, da drüben ist Eiche und Fichte. Da könnte fast auch Birke irgendwo dann... Ich glaube, so grundsätzlich sind wir jetzt hier in der richtigen Richtung. Ja, ich muss mal was essen. So. Hallo, Schäfchen. Hallo, Schweinchen. Ach ja. Die gucken hier ja beim Sex. Sex? Was? Ich kann das nicht aussprechen. Ich sag jetzt einfach Pure BD. So. Mehr sage ich dazu nicht zu dem Texteffekt. Aber die sehen da so süß aus. Aber auch ein bisschen grimmig. Dann sind wir wieder Wüste. Also. Laufen wir jetzt einfach in die Richtung. Ja, müssen wir. Ja, wir müssen irgendwie. Warte mal, ich sehe noch mehr Fichte und noch mehr Eiche. Und noch mehr Berge. Sehr gut. Ach, da drüben, ja. Mhm. Ich muss immer mal ein bisschen aufpassen, dass ich dich nicht verliere. Ah, die Sonne geht auch schon wieder unter. Mensch. Du, so ein Minecraft-Tag ist, der ist aber auch immer schnell rum, ne? Ja. 8 Minuten Tag, 8 Minuten Nacht. Das geht mir immer ein bisschen zu flott, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, irgendwie schon. Vor allem, wir haben keine Rüstung, ne? Wir haben gar nichts.
So. Ach, da bist du. Du bist außenrum. Oh, hier, ja, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Das wär's noch. Wir verlaufen uns hier einzeln, wohlgemerkt. Ja, prima. Das Zombie. Ja, okay. Noch mehr Schnee. Ach, komm schon. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Wir haben nichts gesehen. Doch, wir finden doch nie wieder nach Hause zurück. Im Leben nicht. Ich kann hier mal ein paar Fackeln setzen von mir aus. Aber wir haben uns ja bis hierhin schon verlaufen, weißt du? Wir finden nicht mehr zurück. Ich sehe das kommen. Wir müssen... Alter, so viele Creeper. Oh, oh. Da hinten. Wir werden sterben. Ach du Scheiße, ey. Ja, nee, ist klar. Aber Rennen ist hier auch denkbar ungünstig. Dann haben wir kein Essen mehr und dann... ja. Nichts passiert. Mach doch sowas nicht, kündige das doch an. Ja, der stand da so blöd, Mensch. Ich verjag mich erstmal und schrei wie ein Mädchen. Ich bin zwar eins, aber trotzdem keine Entschuldigung. Alter. Also, wenn du mich umbringen willst, mach weiter so. Oh nee, das, nee, so gemein bin ich dann doch nicht. Alter, wir finden nie wieder nach Hause zurück, das ist dir schon klar, oder? Ach, no risk, no fun. Na gut, wir machen ja nicht... Oh, das war das Laufgeräusch. Wir machen ja nicht wirklich irgendwie abbiegen oder so. Katsching. Was, Skelett? Ja, ja. Zwei Skelette, toll. Ja gut, die finde ich... Die sind halt nervig, wenn du nicht gescheit rankommst, weil die schießen und schießen und schießen, ne? Und du selber stehst irgendwie da. Wenn ich jetzt Fall im Hintern hab, dann, Pass auf, Creeper, zwei Stück hinter dir. Och nö. Ja, ja. Höhle. Oder auch da, nicht. Drei, vier Creeper hinter dir. Och nö. Ich lauf einfach weiter. Da vorne stehen auch noch vier, genau darauf läufst du zu, ne? Ja, ich, ich sehe gerade. Toll. Das Loch! Wenn mich da irgendwas reinschießt, ne? Ich, reg mich auf. Dann bist du wahrscheinlich tot. Ach. So schnell doch nicht. Ich sehe Licht. Ja, ich habe da auch Licht gesehen. Da ist bestimmt noch irgendein Dorf. Oder Lava. Oder Lava. Ich bin für ein Dorf. Aua. Aua. Ach, du bist da hinten. Ja, ja, ich... Du hast die mal alle für mich mitgenommen, ne? Oh, nee, ist natürlich Lava, ne? Klar, was soll's auch anderes sein? Ja. Toll. Okay. Hilft uns gerade nicht viel. Nicht so wirklich, nee. Und immer noch keine Birken in Sichtweite. Nee. Ich muss jetzt aber erstmal was essen, sonst verhungere ich echt. Ja, ich hab's gesehen. Boah, kaboom. Oh, hier sind Wölfe. Oh nein. Oh, das war hinter mir. Ups. Wo bist du hin? Ich warte, warte, warte. Ich komme, bleib da stehen. Siehst du mich hier hinten nicht? Warte. Ja, ich sehe dich. Okay. Hier sind Wölfchen. Guck, wie süß. Ja, das ist sehr schön, aber leider gerade nicht das Ziel der Aufgabe, irgendwie sowas. Nee, ich glaube auch tatsächlich, also wir können uns auf den Rückweg machen, ohne Scheiß, weil 20 Minuten sind rum und wenn wir jetzt noch ein, zwei Folgen machen, kriegen wir deine Wohnung sonst gar nicht fertig. Also Birkenholz hin oder her. Das stimmt. Da würde ich sagen, eben Eichenholz oder Fichtenholz, was auch immer. Ja, jetzt haben wir Eiche, Fichte und Akazie auf jeden Fall. Es hat keine Birke. Habe ich jetzt mal... Wo ist denn mein blödes Schwert? Oh, Baby-Zombie, Baby-Zombie, Baby-Zombie. Ist mein Schwert kaputt? Nee, das geht nicht. Aua. Okay, alles klar. Ich würde aber sagen, wir verabschieden uns für diesen Part und gucken mal, dass wir... ja, wieder zu unserer Hütte zurückfinden irgendwie. Und uns erstmal irgendwo einbauen. Ja, wir könnten auch einfach... Was auf, können wir nicht einfach... Ja, wir retten uns jetzt erstmal hier irgendwie. Ich habe kein Schwert mehr übrigens. Toll. Zombie kommt. Ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, ciao. Ja, tschüss.